I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Ende der 60er Jahre erfüllt sich dieser Traum. Neil Armstrong betritt als erster Mensch einen fremden Himmelskörper. Insgesamt betraten nur 12 amerikanische Astronauten den Erdtrabanten. Eine Armee von 400.000 Ingenieuren und Technikern war nötig, um das Abenteuer zu realisieren. Dies ist die Geschichte der Männer und Frauen, die das Abenteuer Mondfahrt erst möglich machten. As we set sail, we ask God's blessing on the most hazardous and dangerous and greatest adventure on which man has ever embarked. Im Sommer 1961 fiel der Startschuss für das große Weltraumabenteuer der Vereinigten Staaten. Die dringlichste Frage war, wie ein Raumschiff aussehen könnte, das Menschen zum Mond fliegt und sie wieder unversehrt zur Erde zurückbringt. Die USA hatten 15 Minuten Raumfahrterfahrung. Und jetzt sollten wir zum Mond fliegen? Wir wussten nichts über den Mond. Wir hatten noch nicht mal gute Fotos. Wie sollten wir da hinkommen? Mit welcher Rakete? Während der ersten Besprechungen gingen die meisten davon aus, dass ein großes Raumschiff den ganzen Weg zum Mond und wieder zurückfliegen sollte. Doch bei der NASA sah man bereits die Schwierigkeiten. Das bedeutete, ein riesiges Raumschiff auf der Oberfläche des Mondes zu landen. Und dieses enorme Gewicht auch wieder abheben zu lassen. Hierfür würde man eine Rakete benötigen, die 15 bis 20 Meter hoch wäre. Die Ingenieure fragten sich, wie man aus diesem Gefährt überhaupt auf die Mondoberfläche gelangen sollte. Während man sich bei der NASA den Kopf zerbrach, entwickelte der Ingenieur John Hobold eine radikale Idee. Anstatt ein riesiges Raumschiff zum Mond und zurück zu fliegen, könnte man besser ein zweites, leichteres bauen, das zwischen Mond und Mutterschiff pendelt. Es wäre kleiner und daher weitaus manövrierfähiger. Nur brachte dieser Entwurf ein neues Problem mit sich. Um zurück zur Erde zu gelangen, müssten sich Mutterschiff und Shuttle in der Mondumlaufbahn treffen. Das sogenannte Lunar Orbit Rendezvous, kurz LOR. Diese Vorstellung hat alle beängstigt. Kilometer entfernt. Und das 1961, als so eine Aktion selbst in der Erdumlaufbahn noch unmöglich erschien. Jedes Mal, wenn er seine Idee vortrug, wurde er fertig gemacht. Sie sagten, er hätte keine Ahnung. Das war beschämend. Hobold ist ein sehr stiller Mensch, den diese Feindseligkeit verstört hat. Seine Gegner wurden vom Raketenspezialisten der NASA, Werner von Braun, angeführt. Von Braun favorisierte die Lösung mit einem Raumschiff und erklärte Hobold, er sollte den Quatsch vergessen. Werner von Braun hatte ein großes Ego und war in den USA durch seine Fernsehauftritte sehr populär. Er war fest überzeugt, dass man eine große Rakete auf den Mond schicken sollte. In seiner Verzweiflung wandte sich Hobart direkt an die Führung der NASA.
In seinem Brief schrieb er: Ich weiß, dass ich gerade Grenzen überschreite und eventuell gefeuert werde, aber mein Anliegen ist so wichtig, dass ich bereit bin, dafür meine Karriere aufs Spiel zu setzen. Er sagte, er wolle mich nicht nerven, aber sein Anliegen sei so ernst, dass er sich gezwungen sehe, mir zu schreiben. Hobolt betonte in dem Brief, dass sein Konzept der einzige Weg sei, zum Mond zu gelangen. Er sagte nicht, dies sei ein Weg oder der beste Weg. Er sagte, es sei der einzige Weg. Der Brief war sehr fordernd und ich dachte nur, schafft mir den Typ vom Hals. Doch Siemens' Interesse war geweckt. Er sorgte dafür, dass Hobolt seine Idee vorstellen konnte. Das war der Wendepunkt. Während eines Treffens im Juni 1962, auf dem die Entscheidung gefällt werden sollte, sorgte von Braun für eine Überraschung. Alle kamen zusammen, um festzulegen, wie man zum Mond gelangen wollte. Das Team von Dr. von Braun stellte seine Ideen vor. Als sie fertig waren, stand von Braun auf und sagte: Ich bin stolz, das war eine großartige Präsentation. Wir haben alles gründlich durchdacht, doch ich werde ein anderes Konzept empfehlen. Ich empfehle das Lunar Orbit Rendezvous. Jeder Anwesende war überrascht. Sogar seine eigenen Leute fragten ihn später: Wie konnten Sie das nur sagen? Wie kam es dazu? Ihr Votum für das Lunar Orbit Rendezvous hat uns kalt erwischt. Mit einiger Verspätung hatte von Braun erkannt, dass es der einzige Weg war. Und im Herbst 1962 wetteiferten US-amerikanische Flugzeugbauer um den Auftrag für den Bau der Mondlandefähre Lunar Excursion Module, kurz LEM. Unter den Wettbewerbern war eine kleine Firma auf Long Island. Die Grumman Corporation hatte bereits Geld und Zeit investiert, um eine Mondlandefähre zu entwickeln. Die hatten sich schon ein gutes Jahr mit dem Problem beschäftigt. Daher reichten sie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern einen weiterentwickelten Entwurf ein. Grummans Idee sah zwei Module vor, die jeweils mit einem Triebwerk ausgestattet waren. Ein Landemodul sollte die Astronauten zum Mond bringen. Zum Wiederaufstieg sollten die Astronauten das massige Landemodul zurücklassen und mit einer kleinen Kapsel zum Kommandomodul fliegen. Sie verstanden, dass man alles Schwere auf dem Mond lassen muss. Daher sollte auch der letzte Teil der Mondlandefähre abgeworfen werden. Der NASA gefiel der Entwurf. Und so erhielt Grumman im November 1962 den Auftrag zum Bau des kompliziertesten und fortschrittlichsten Raumschiffs der Geschichte. Doch die Entwicklung hatte bereits 2 Jahre beansprucht. Zeit, die Grumman in den nächsten 5 Jahren aufholen musste. Gingen die Planungen ins Detail.
Dabei bereitete ein Umstand den Ingenieuren besonderes Kopfzerbrechen. Die Beschaffenheit der Mondoberfläche war vollkommen unbekannt. Man muss sich klarmachen, wie viele Dinge wir damals nicht wussten. Ein Experte versicherte uns, dass die Oberfläche des Mondes mit 10 Meter hohem Staub bedeckt sei. Wir sorgten uns, das Modul könnte umfallen. Also machten wir ca. 400 verschiedene Versuche. Da wir einfach nicht begriffen, wie die Kräfte bei einer solchen Landung wirken können. Das wichtigste Thema war das Gewicht. Für jedes Kilogramm Eigengewicht der Mondfähre benötigte man 4 Kilogramm Treibstoff, um sie zu bewegen. Grumman plante ursprünglich eine kugelförmige Kabine mit großen Glasfenstern. Doch solche Fenster waren viel zu schwer. Also mussten sie sich mit weit kleineren begnügen. Es gab auch Sitze, völlig überflüssig in der Schwerelosigkeit, also flogen sie raus. In den frühen Entwürfen wurde auf eine Leiter verzichtet, da auf dem Mond nur ein Sechstel der Schwerkraft existiert. Die Astronauten sollten die Kabine über ein Seil verlassen und wieder besteigen. Für die Tests baute Grumman ein Holzmodell. Die Astronauten versuchten an Bord zu klettern, doch keiner schaffte es. Also wurde eine Leiter angebracht. Während der Entwicklung der Prototypen kam es zu zahlreichen Änderungen. Man merkte schnell, dass ein eckiger Rucksack nicht durch eine runde Luke passt. Also wurde sie gegen eine eckige ausgetauscht. Im Frühjahr 1965 verhängte die NASA aus Angst, dass es sonst nie zu einem endgültigen Entwurf kommen würde, einen Entwicklungsstopp. Das reicht. Mit diesem Ding fliegen wir auf den Mond, auch wenn es immer noch einen besseren oder billigeren Weg gibt. Keine weiteren Änderungen. Man benutzte 1969 also die Technologie von 1965. Das Modul war ein vollwertiges Raumschiff mit eigenem Triebwerk, Treibstoff, Lebenserhaltungssystem und Navigationssystem. Einigen schien das übertrieben, doch es sollte sich noch zeigen, wie wichtig diese Ausrüstung war. Nach 2,5 Jahren der Vorbereitung begannen die Ingenieure im Grumman-Werk auf Long Island endlich mit dem Bau des ersten manövrierfähigen Raumschiffs. Es wurde in einem der ersten Reinräume gefertigt, denn in der Schwerelosigkeit wird jeder herumfliegende Fremdkörper zur Gefahr. Alle trugen Laborkittel, Handschuhe, Hauben, Bärtige sogar eine Maske. Sie bevorzugten Leute, die nicht so oft badeten, damit keine Hautschuppen durch die Gegend flogen. Für den Fall, dass es doch Überbleibsel an Bord gab, wurde jede Kapsel auf den Kopf gestellt. Bei Grumman haben sie das Modul eingespannt und hin und her gedreht. Jedes Mal purzelten neue Metallteile und Nieten heraus. Dinge, die einen Stromausfall verursachen oder eingeatmet werden könnten.
Allerdings konnte Grumman in der belebten Gegend von Long Island keine Raketentriebwerke testen. Dafür mussten sie sich einen wirklich einsamen Ort suchen. Anfang der 60er Jahre ging die Firma daher nach White Sands im Bundesstaat New Mexico. Hier bauten sie ein Testgelände mitten in die Wüste, das damals von Lynn Radcliffe geleitet wurde. Als ich meinen Job antrat, hatte ich keine Ahnung von Raketentechnik. Es war, als wäre ich in einem fremden Land. Die Mondfähre war mit zwei verschiedenen Triebwerken bestückt. Das Abstiegstriebwerk sollte die Kapsel vom Kommandomodul zur Mondoberfläche bringen. Es war eine wirkliche Innovation. Bis dahin hatten Raketentriebwerke kein Gaspedal. Sie waren an oder aus. Doch für die Landung musste man die Geschwindigkeit langsam drosseln. Das war ein unglaubliches Manöver, wenn man darüber nachdenkt. Unter sich die Kraft des extremen Schubs schwebt man wie ein Hubschrauber. Dann nimmt man ein wenig Gas weg, sodass die Fähre nur noch einen Meter pro Sekunde sinkt, bis man schließlich aufsetzt. Das sind extrem anspruchsvolle Vorgaben für die Entwicklung eines Triebwerks. Doch es war die zweite Komponente, das sogenannte Aufstiegstriebwerk, das Grumman am meisten Kopfzerbrechen bereitete. Zwar brauchte dieses Triebwerk kein Gaspedal, doch es musste absolut zuverlässig funktionieren. Von dem Aufstiegstriebwerk hing es ab, ob man zurück ins All kam. Sollte es durch irgendwelche Umstände ausfallen, wären die Astronauten verloren. Der Einfachheit halber sollte die Rakete mit Hypergolem, also selbstentzündenden Treibstoff, betrieben werden. Das verwendete Hydrazin reagiert mit einem Oxidationsmittel direkt in der Brennkammer, ohne dass ein Zünder benötigt wird. Doch die Einfachheit hatte ihren Preis. Der Treibstoff war extrem giftig. Wir hatten uns völlig an den Anblick des Oxidationsmittels gewöhnt. Wenn es auslief, erzeugte es eine große rote Wolke. Man durfte davon nicht mehr als 5 Millionstel regelmäßig aufnehmen, sonst hätte es die Lunge zerfressen. Wenn etwas auslief, mussten wir die Polizei rufen, damit sie die Gegend evakuierte. Beunruhigender war es, dass der Treibstoff so aggressiv war, dass das Modul nach jedem Test neu gebaut werden musste. Es war also unmöglich, ein Triebwerk zu verwenden, das seine Tauglichkeit bereits bewiesen hatte. Unglaublicherweise würden diese Triebwerke also ohne vorherige Versuche das erste Mal während der Mission gezündet werden. Sie mussten einfach perfekt sein. Die
Diese Situation bereitete den Verantwortlichen bei Grumman erhebliche Bauchschmerzen. Währenddessen schlugen sich die Ingenieure auf Long Island mit einem anderen weltraumspezifischen Problem herum. Dort herrschen in der Sonne 115 Grad plus und im Schatten 150 Grad minus. Man muss das Raumschiff gut isolieren, denn der Treibstoff kocht bei 40 Grad und gefriert bei Temperaturen unter Null. Solche extremen Temperaturschwankungen könnten auch dazu führen, dass sich das Raumschiff verformt. Doch Grumman konnte sich keine schweren Hitzeschilde leisten. DuPont hatte ein Material aus aluminiertem Mylar entwickelt. Es war golden und isolierte bei 25 Lagen hervorragend. Die Mondfähre wurde komplett in Mylar verpackt. Für viele Ingenieure war dieser Anblick eine Beleidigung. Denn ein Raumschiff stellte man sich anders vor. Doch im Weltall machte Stromlinienförmigkeit keinen Sinn. So entstand eines der komischsten und außergewöhnlichsten Fluggeräte aller Zeiten. Mitte der 60er Jahre, nur 4 Jahre vor der Deadline, die Präsident Kennedy verkündet hatte, lieferte Grumman die ersten Mondlandefähren aus. Doch bald bemerkte man ein schwerwiegendes Problem. Das Modul war zu schwer. Es verbrauchte zu viel Treibstoff. Grumman überlegte, an welchen Teilen man Gewicht einsparen könnte. Wir wollten keine 100 Kilo auf einmal loswerden. Wir waren froh, wenn wir ein paar Gramm einsparen konnten. 1 Kilo war schon toll. Wir wandten uns an die Zulieferer, damit sie spezielle Metallblechstärken für uns herstellten. Sie hatten gerade die minimal benötigte Dicke. So sparten wir dann einige Tausendstel Zentimeter Metall. Als es schon sehr dünn war, sahen wir uns den Querschnitt an. Da wurde klar, dass wir uns nicht trauten, noch mehr einzusparen. Innerhalb eines Monats verlor die Mondfähre Gramm für Gramm immer mehr Gewicht. Es wurde Zeit, dass die Astronauten ihr Gefährt auf Herz und Nieren testeten. In den Jahren zuvor trainierten die Astronauten in einem Simulator, den die Medien als fliegendes Bettgestell bezeichneten. Die Maschine besaß ein Flugzeugtriebwerk und mehrere Raketentriebwerke. Die Astronauten konnten vertikal manövrieren und so eine Landung auf dem Mond simulieren. Doch es war instabil und gefährlich. Die Astronauten hassten das Gerät. Armstrong aktivierte den Schleudersitz. Die Flüge wurden gestoppt. Eine Mondlandung war sicherer als diese Tests. Es war zu instabil.
Jetzt, da die Mondfähre fertig war, konnten sie an dem Original trainieren. Auf dem Testgelände wurden Bilder einer künstlichen Mondoberfläche auf die Scheiben projiziert. Sie simulierten die ganze Mission in der Kapsel. Draußen saß ein Mitarbeiter, der für Kurzschlüsse und Ähnliches sorgte. So mussten die Astronauten herausfinden, was schiefgelaufen war und was zu tun ist. Doch die Zeit drängte. Die Stunde des ersten Weltraumeinsatzes der Mondfähre rückte näher. Im Sommer 1967 wurde die erste einsatzbereite Kapsel auf das Raketenstartgelände Cape Kennedy gebracht. Nun sollte die unbemannte Apollo 4 die Mondfähre zum ersten Mal ins All fliegen. Für die Ingenieure von Grumman war dies der letzte Test. Doch es sollte anders kommen. Denn kurz vor dem Start häuften sich die Probleme. Die NASA stellte in letzter Sekunde gravierende Mängel fest. Sie hatten viel zu monieren. Dinge waren nicht gut gefertigt oder falsch eingebaut. Es gab alte Kabel, die gebrochen waren und, besonders schlimm, überall Treibstofflecks. Grumman hatte unter extremem Zeitdruck auf letzte Qualitätschecks verzichtet. Doch die NASA konnte nicht warten und startete Apollo 4 ohne das Modul. Dieser Vorfall war für Grumman extrem peinlich. Während sich Grumman um die Lecks kümmerte, tauchte ein zweites Problem auf. Bei Belastungstests in der Vakuumkammer platzte eine der Fensterscheiben. Überall flogen Teile herum. Kabel waren zerschnitten, die Wände waren eingedrückt. Ich machte den Job gerade 2 Wochen und dann passierte so etwas. Während seine Kollegen versuchten, die Ursache herauszufinden, sollte Rocamboli die Kapsel reinigen. Er bat die NASA um Hilfe. Sie gaben mir Sauberkeitsrichtlinien. Hat man so und so viele Partikel einer bestimmten Größe per Kubikzentimeter, dann juckt dem Astronauten das Auge. Sind sie größer, bekommt er Halsschmerzen. Bei noch größeren wäre er in Lebensgefahr. Man musste die Kapsel also genau unter die Lupe nehmen. Die Techniker gingen mit Filterpapier und Kamelhaarbürsten in die Kapsel. Die Partikel sammelten sie auf dem Filterpapier und schickten sie ins Labor. Doch was hatte den Unfall herbeigeführt? War das Fenster falsch konstruiert oder einfach schlecht eingesetzt? Wurde es eventuell schon bei der Produktion beschädigt? Grumman war sich nicht sicher. Keine Erklärung stellte uns wirklich zufrieden. Jedes Fenster wurde ausgetauscht, in der Hoffnung, dass das Problem damit behoben sei. 6 Monate später beförderte Apollo 5 eine unbemannte Kapsel ins All. Und nach 12 Monaten flog mit Apollo 9 die erste bemannte Mondfähre in den Orbit. Pretty nice.
Apollo 10 umrundete mit einer bemannten Kapsel den Mond. Es war an der Zeit, die Kapsel auf dem Mond zu landen. Lift off. We have a lift off. 32 minutes past the hour. Lift off on Apollo 11. Am 16. Juli 1969 hebt Apollo 11 von Cape Kennedy ab. 72 Stunden später löst sich die Landefähre vom Kommandomodul und fliegt Richtung Mond. Es war die letzte große Hürde. Das Ergebnis tausender Stunden harter Arbeit stand jetzt auf dem Prüfstand. Mein Herz raste. Der Moment der Wahrheit dauerte nur 12 Minuten. Könnte ich so lange die Luft anhalten, ich hätte es getan. Die Ingenieure von Grumman hatten das Manöver diverse Male simuliert. Doch die Realität sah anders aus. Die Astronauten steuerten ein felsiges Gebiet an. Während Neil Armstrong einen sicheren Landeplatz suchte, wurde der Treibstoff knapp. Für die Landung war eine Zeitspanne von 120 Sekunden vorgesehen. Das klingt lächerlich kurz. 60 Sekunden. Wir zählten die Sekunden, um zu wissen, wie viel Treibstoff sie noch haben. 30 Sekunden. Es dauerte ewig, bis wir die berühmten Worte hörten. Die Mondfähre war gelandet, 20 Sekunden bevor der Treibstoff ausging. Mir fehlen die Worte, doch ich glaube, die Erleichterung hat wohl jeder von uns empfunden. Wir waren so glücklich, dass sie es geschafft hatten und auf dem Mond herumlaufen konnten. Auch Werner von Braun beobachtete die Landung aus dem Kontrollzentrum. Dr. Werner von Braun drehte sich um und suchte jemanden. Dann sah er John Hobold und rief ihm durch die Freudenschreie zu: Sie hatten recht. Ohne Sie hätten wir es nicht geschafft. Während die ganze Welt feierte, wussten die Ingenieure von Grumman, dass ihnen die größte Prüfung noch bevorstand. Würde das Triebwerk der Aufstiegsstufe zünden? Die Astronauten drückten den Startknopf. Hätte es nicht gezündet, wären sie machtlos gewesen. Doch kurz vor dem Countdown schien alles schief zu gehen. Und wieder stand Steve Rocamboli im Mittelpunkt. Mitten in der Nacht rief ihn ein Kollege aus Houston an. Ein Astronaut hatte mit seinem Rucksack den Schalter des Triebwerks beschädigt. Der Stecker, den man reindrücken musste, um die Maschine zu zünden, war abgebrochen. Wir waren schockiert. Das Kontrollzentrum wartete auf eine Anweisung. Rocamboli hatte die Lösung, doch die Astronauten wussten sich schon zu helfen. Die Astronauten waren erfinderisch.
Sie benutzten einen Kugelschreiber, um den abgebrochenen Schalter zu betätigen. Doch zur Entspannung blieb keine Zeit. Jetzt stand der heikelste Moment der ganzen Mission bevor. Mehrere Dinge mussten parallel funktionieren. Mit dem Start der Zündung sollten kleine Sprengladungen die obere Aufstiegsstufe von der unteren Abstiegsstufe lösen. Eine Klinge durchtrennt die Kabel, die beide Stufen verbinden. Und dann würde das Triebwerk der Aufstiegsstufe zum ersten Mal aktiviert werden. Das Problem bestand darin, all diese Dinge gleichzeitig auszuführen. Das bereitete uns große Sorgen, denn eine Alternative zu diesem Plan gab es nicht. Man konnte nur den Knopf drücken. Roger, our guidance recommendation is you're cleared for takeoff. Roger, understand. We're number one on the runway. Roger. Meine Mitarbeiter starten mit mir auf den Monitor. Die Anspannung war unglaublich hoch. Eagle Houston, you're looking good. Der Moment des Starts war einfach unerträglich. Just plain awful. Ob wir Angst hatten? Und wie? Alle beteten, dass es funktionieren würde. Wir hatten alles getan, es musste klappen. Niemand konnte sicher sein, dass alles richtig läuft. 100% that it was going to work. It was wirklich nervenaufreibend. Es lief absolut reibungslos. Auf späteren Missionen wurden Kameras angebracht, die den Start aufnahmen. Das war kein gemächliches Abheben, sondern ein Start wie eine Kanonenkugel. Die Mondfähre hatte fehlerfrei funktioniert. Bei Grumman ging man davon aus, dass damit alle Probleme beseitigt wären. Doch sie lagen falsch. Houston, we've had a problem. Stand by, 13, we're looking at it. Im Frühjahr 1970 ist die Apollo 13 gerade auf dem Weg zum Mond, als Dick Wild mitten in der Nacht einen Anruf erhält. Die Nachricht war unmissverständlich. Wir sollten sofort in die Anlage kommen, da eine Explosion im Kommando- und Servicemodul die Energie- und Sauerstoffversorgung unterbrochen hatte. Über 300.000 Kilometer von der Erde entfernt war das Kommandomodul außer Gefecht gesetzt. Als ich auf dem Gelände ankam, schien es mir, als ob uns die Pechzahl 13 dieses Unglück eingebrockt hätte. Das kann doch kein Zufall gewesen sein. Es war der 13. April 1970 und Apollo 13. Auf einmal schien die ganze Welt das Schicksal der Apollo zu verfolgen. Man betete, würden sie es schaffen oder im All sterben. Es war ein Horrorszenario. Sie trieben in den Weltraum, während der Vorrat an Treibstoff, Elektrizität und Sauerstoff immer knapper wurde. Mission Control, we're looking now looking towards an alternate mission. Es war unvorstellbar verstörend, da wir wirklich davon ausgehen mussten, dass wir unsere Astronauten da oben verlieren würden. Of losing our astronauts.
Da das Kommandomodul nicht funktionierte, gab es nur eine Hoffnung. Die Besatzung zog sich in die Mondlandefähre zurück, da diese einen eigenen Treibstoff- und Sauerstoffvorrat besaß. Doch wie sollte es weitergehen? Der Motor der Mondfähre hatte nicht genug Schub, um die Flugbahn zu ändern. Im Kontrollzentrum wurde verzweifelt diskutiert. Es gab eine Hoffnung. Wenn sie das Triebwerk des Landemoduls nutzen könnten, um den Mond zu umrunden, so schien eine Rückkehr zur Erde möglich. Es war ein riskantes Spiel. Wir wussten, dass es schlecht für die Crew aussah. Eine solche Rettungsaktion hatten wir nie geprobt. Daher schwang natürlich die Sorge mit, dass unser Einsatz schiefgehen könnte. Die Menschen saßen wie gebannt vor den Fernsehern und Radios. Man musste davon ausgehen, dass wir drei Astronauten verloren hatten. Doch das Manöver funktionierte. Langsam umrundete das Raumschiff den Mond und schwenkte auf den Kurs Richtung Erde ein. Die Astronauten waren auf dem Heimweg. Doch hatten sie genug Treibstoff und Elektrizität, um 400.000 Kilometer zurückzulegen? Das hing von dem Mondmodul ab. Es war dafür ausgestattet, zwei Menschen für 50 Stunden zu versorgen. Nun waren es drei Menschen, die sich 100 Stunden an Bord aufhielten. Der Kohlendioxidanteil nahm immer mehr zu. Das Modul war nur mit begrenzten Mengen Lithiumhydroxid ausgestattet, einem Gas, das CO2 aus der zirkulierenden Luft filterte. Wieder trafen sich die NASA-Ingenieure zu verzweifelten Beratungen. Es schien einen Ausweg zu geben. Sollte es gelingen, die Vorräte an Lithiumhydroxid aus dem Kommandomodul zu bergen, hätten sie eine Chance. Doch das war komplizierter, als es sich anhörte. Niemand hatte in Erwägung gezogen, die Mondfähre als Rettungsboot zu nutzen. So kam es, dass die Lithiumhydroxidpatronen an Bord des Kommandomoduls eckig waren und die im Mondmodul rund. Wie bekommt man eine eckige Patrone in einen runden Behälter? Die NASA schlug vor, beides mit Schläuchen und Klebeband zu verbinden. Es funktionierte. Ich denke, dass die Anspannung in diesen Stunden bei jedem von uns so hoch war wie nie zuvor oder jemals wieder. Als sich das Raumschiff der Erde näherte, wartete die letzte Herausforderung auf die Astronauten. Wie konnten sie heil in die Erdatmosphäre eindringen? Es gab nur eine Möglichkeit. Die Crew musste in das Kommandomodul zurückkehren, das einen Hitzeschild besaß, und die Mondfähre abwerfen, die sie auf den Namen Aquarius getauft hatten. Farewell, Aquarius. We thank you. This is Apollo Control Houston at 141 hours, 31 minutes into the flight. We've had lunar module jettison. Beim Eintritt in die Erdatmosphäre wurde die Funkverbindung unterbrochen.
Das waren schlimme Minuten. Wir haben sie nicht mehr gehört. Die Funkverbindung reißt während des Durchbruchs in unserer Atmosphäre ab, bis sie dann an einem bestimmten Punkt wieder da ist. Die Minuten fühlten sich an wie eine Ewigkeit. Dann endlich waren die Fallschirme der Apollo 13 auf den Bildschirmen zu sehen. Odyssey Houston, we show you on the mains. It really looks great. An extremely loud applause here in Mission Control. Das war der wichtigste Moment des ganzen Programms. Denn wir hatten unsere Astronauten gerettet. Es war sogar wichtiger als die Landung. Die Erleichterung war einfach überall deutlich zu spüren. Das war wirklich sehr bewegend. Die Mondlandefähre hatte mehr geleistet, als eigentlich geplant war. Wäre das Modul nicht so vielfältig verwendbar gewesen, hätte das für die Astronauten den sicheren Tod bedeutet. Vielleicht könnte ich mich jetzt besonders damit brüsten, doch das empfinde ich nicht so. Ich bin vielmehr dankbar, dass es geklappt hat. Ich bin voller Dankbarkeit. Für die Ingenieure von Grumman, die dem Bau der Mondfähre beinahe ein Jahrzehnt ihres Lebens gewidmet haben, war es der krönende Abschluss. Jeder wollte ein Teil des ganzen Programms sein. Und alle waren stolz, dabei gewesen zu sein. Ein wundervolles Gefühl. A wonderful feeling.